Ukraine live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live und heute ein sehr, sehr spannender Gast bei mir. 23 Kandidaten wollen sich ja um das Amt des Bundespräsidenten bewerben, aber davor müssen sie erst einmal 6.000 Unterschriften sammeln, damit sie überhaupt antreten können bei der Bundespräsidentenwahl. Einer, der durchaus Chancen hat, laut vielen Wahlbeobachtern, diese 6.000 Unterschriften zu sammeln, das ist der Waldviertler Unternehmer, Schuhunternehmer Heini Staudinger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Dankeschön für die Einladung. Danke vielmals fürs Kommen, Herr Staudinger. Erste Frage natürlich gleich einmal, warum tun Sie sich das an? Sie sind ein erfolgreicher Schuhunternehmer, Sie könnten sich zurücklehnen, das Waldviertel genießen und jetzt müssen Sie da um 6.000 Unterschriften buhlen. Nicht einfach. Warum machen Sie das? Warum wollen Sie bei dieser Bundespräsidentenwahl antreten? Ich habe ganz im Ernst das Gefühl, dass Millionen Menschen das Gefühl haben, dass wir so nicht weitermachen können. Und wenn wir uns blöd spielen, dann fahren wir auch noch in den Krieg. Und da bin ich sicher, dass die Leute das nicht wollen. Und da, finde ich, fehlt die entschlossene Stimme. Spektakuläre Sache ist, 1971 haben wir auf der Welt gleich viel Ressourcen verbracht, wie die Welt im Jahr hergibt. Jetzt ist dieser Welterschöpfungstag am 28. Juli schon gewesen. Aber für Österreich war er schon am 6. April. Und wir dann noch immer so, es war, müssen wir bei der Wirtschaft ein bisschen was herumreformieren und dann wird es schon gehen. Nein, wir sind auf einem ganzen zerstörerischen Kurs. Mutter Erde hält diesen Lebensstil nicht aus. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch meine Erfahrung als Kleinunternehmer. Und zwar, das Kleinunternehmertum ist ja in den letzten Jahrzehnten nahezu ausgerottet worden. Und zwar nicht, weil die Leute faul oder blöd gewesen waren, sondern weil die Rahmenbedingungen eine einzige Gemeinheit sind. Die Konzerne haben Steuerprivilegien nach und nöcher. Der obszönste Steuervorteil ist das, dass die Internetkonzerne bis voriges Jahr bis 22 Euro ohne Mehrwertsteuer liefern haben dürfen. Und wäre unsere Regierung so großzügig zu den Kleinunternehmern, dann hätten wir in den Dörfern und in den Städten eine völlig andere Landschaft und Lebendigkeit. Und nicht nur eine andere Lebendigkeit, sondern wir wären auch weniger abhängig. Wir sind jetzt in jedem Dreck abhängig, nicht nur von Gas und Öl. Wir sind auch abhängig von den Schuhen, von den Möbeln, von den Vorrat, von den Moped, von den Medikamenten, von den Handy, Fernsehgeräte, nichts mehr machen wir selber. Mhm. Und ich finde auch als Lebensinhalt, Konsument sein alleine ist zu wenig. Was schaffen, was einen Sinn hat, das macht auch Freude und ist auch eine der Säulen der Gesundheit. Mhm. Herr Staudinger, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, für was Sie stehen. Sprechen wir nachher noch einmal drüber. Interessant ist, 2016 haben Sie Alexander Van der Bellen unterstützt, der gerade auch diese Themen, was Klimawandel betrifft und so, ja auch in seinem Wahlkampf 2016 stark auf das gesetzt hat. Warum treten Sie jetzt gegen Alexander Van der Bellen an? Was hat Sie an ihm enttäuscht anscheinend, wenn Sie jetzt der Meinung sind, er ist nicht mehr der richtige Bundespräsident? Ich glaube ja, dass die Systeme in diesen Präsidentschaftsjahren oft nicht einmal mehr ein Nebenthema war. Und dann ist für mich die Neutralität gerade in Zeiten wie diesen nicht nur irgendwas, was man diskutieren kann, sondern im Gegenteil, das vorbildlich ist. Und da glaube ich, dass Österreich genau mit dem Status der Neutralität ein ganz idealer Boden wäre, wo der Frieden verhandelt werden soll und nicht der Krieg. Mhm. Und da war ich eigentlich schon enttäuscht, dass der Van der Bellen, ein Urgewächs der Grünen, da so schnell auf diese europäischen Beistandspflichten eingestiegen ist und auch bei den Abschiebereien hätte ich gerne eine Stimme vor ihm gehabt. Mhm. Und zwar
einfach die Stimme der Menschlichkeit. Mhm. Und für mich ist ein wichtiger Sager, wir sind eine Menschheitsfamilie und im Großen und Ganzen brauchen wir uns nichts vormachen. Das Migrationsproblem droht nur viel ärger zu werden. Und eines Tages werden wir uns mit den Fluchtursachen auseinandersetzen müssen und dort den Hebel ansetzen. Mhm. Da gibt es ja den Sager, change by design or by disaster. Mhm. Und oft schaut es ja wirklich deppert aus, als wäre man wirklich nur imstand, durch Desaster zu lernen. Und da glaube ich ein bisschen, dass ein Präsident, der tut nicht die Rahmenbedingungen definieren und er tut nicht die Gesetze machen, aber er kann die Stimmung sehr wohl beeinflussen. Und die Stimmung ist ein mächtiger Faktor, die öffentliche Meinung. Mhm. Und das kann ich nachher gerne erzählen. Da bin ich quasi erfahren, weil ich ja mit der Finanzmarktaufsicht ein großes Match gehabt habe. Genau, da haben Sie sich ja ein wildes Match geliefert mit der Finanzmarktaufsicht, muss man sagen. So sind Sie auch, muss man sagen, ja auch in ganz Österreich bekannt geworden mit dieser ja doch Fehde, die Sie sich da geliefert haben. Naja, das kann man ohne weiteres so sagen. Ich bin ja damals verurteilt worden und habe gesagt, nachdem ich kein Unrechtsbewusstsein gespürt, werde ich ja die Strafe nicht zahlen. Und das warum wurden Sie da damals gestraft? Vielleicht können Sie da noch einmal jenen Zusehern, die das damals nicht so verfolgt haben. Der Konflikt ist einfach erklärt. Ich habe das Geld für die Firma nicht von der Bank gehabt, sondern von Freunden, Mitarbeitern und Kunden. Das waren rund 200 Leute, die mir rund 3 Millionen Euro borgt haben. Und mit diesen 3 Millionen haben wir die Firma ungebremst entwickeln können. Ich bin heute noch wahnsinnig dankbar dafür. Die Finanzmarktaufsicht hat aber gesagt, das sind illegale Bankgeschäfte. Das ist mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro zu ahnden. Der Strafrahmen ist dann nur auf 100.000 Euro aufgesetzt worden. Und ich habe gesagt, ich spüre kein Unrechtsbewusstsein. Ich habe einen Ausweg gefunden, unter dem tausende Klein- und Mittelbetriebe leiden. Mein Ausweg heißt, dass ich das Geld eben nicht von der Bank, sondern von Freunden, Mitarbeitern und Kunden habe. Crowdfunding eigentlich haben Sie da gemacht, oder? Kann man sagen. Kann man so sagen. In Wirklichkeit waren es Privatdarlehen. Mhm. Nicht? Und diese Privatdarlehen haben uns geholfen. So haben wir die Firma entwickeln können. Und das, was mir als Ausweg gelungen ist, möchte ich, dass Weg wird für alle. Mhm. Und da glaube ich, dass wir unser Nummer gut gespielt haben, das haben wir ganz ordentlich gemacht. Aber das hätte noch lange nicht geheißen, dass wir das Match auch gewinnen. Gewonnen haben wir es, weil die öffentliche Meinung so stark auf unserer Seite war, dass das zum neuen Gesetz geführt hat, das besagt, dass alles, was uns verboten war, jetzt allen erlaubt ist. Und darum sage ich, dass ich so eine positive Erfahrung habe mit der öffentlichen Meinung. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass ein Präsident diese öffentliche Meinung mit viel Gewicht beeinflussen kann und guten Dingen Rückenwind verleihen kann, soll und muss. Wo stehen Sie eigentlich politisch, Herr Staudinger? Sind Sie ein Linker? Sind Sie ein Grüner? Sie waren ja gleich bei den Grünen auch immer wieder aktiv. Wie würden Sie sich selber bezeichnen? Ich bin in Schwannerstadt, Oberösterreich aufgewachsen. Mein Onkel war dort Bürgermeister. Und ich habe 1979, zwei Wochen vor der Wahl, mit ein paar Freunden eine Partei gegründet, die hat geheißen PUM, Partei für Umweltschutz und Menschlichkeit. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, diesen Themen bin ich treu geblieben. Und also Umweltschutz und Menschlichkeit, das sind Ihre Themen. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man natürlich sagen, dass diese Themen finden Sie ja in alle möglichen Parteiprogrammen schön formuliert auch. Mhm. Und da glaube ich, dass, ich habe es eigentlich streng gesagt, ich habe gesagt, die Parteien betreiben einen Verrat am Wähler, weil sie nicht das machen, was sie versprechen. Und die ÖVP
hat die Kleinunternehmer und die kleinen Bauern vergessen. Die SPÖ hat die Arbeiter vergessen. Wir haben in den 70er Jahren bei der Demonstration geschrien, hoch die internationale Solidarität. Und die Geschichte ist so ausgegangen, dass wir jetzt Produkte aus aller Welt beziehen, wo vieles unter sklavenähnlichen Umständen erzeugt wird. Und wir haben offenbar die internationale Solidarität vergessen. Und auch bei den Freiheitlichen bin ich sicher, dass so manche Leute gibt, die FPÖ wählen, weil sie zornig sind auf die etablierten Parteien, aber in Wirklichkeit unter Freiheit sich was anderes vorstellen als grauslich über die Ausländer und unmenschlich zu den Asylanten zu sein. Jetzt gibt es vier Kandidaten, die um die Stimmen im rechten Lager buhlen. Das ist Walter Rosenkranz, der FPÖ-Kandidat, ja. Gerald Groß, Tassilo Valentin und der Obmann der MFG, Michael Brunner. Wie sehen Sie das? Es, darf ich glaube ich schon sagen, eher politisch links einzuordnender Mensch, dass es da im rechten Spektrum so viele Kandidaten gibt? Da würde ich sagen, ich werde das mit Interesse verfolgen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da auf meinem Ufer ein bisschen weniger Gedränge ist als am rechten Ufer. Und so konnte ja eine witzige Konstellation rauskommen, wo man am Wahltag staunen über das Ergebnis. Und jetzt rede ich schon vom Ergebnis. In Wirklichkeit müssen wir einen Schritt zurück machen. Es geht nämlich um diese 6.000 Unterschriften. Genau. Jetzt brauchen Sie mal die Unterschriften, da würde ich eh gleich dazu kommen. 6.000 Unterschriften brauchen Sie, das klingt jetzt gar nicht so viel, muss man sagen. Es ist aber nicht so einfach, die zu kriegen, ist relativ kompliziert. Haben Sie einen Überblick, wie viele Unterschriften Sie schon haben? Habe ich nicht genau, und zwar, weil alle Gärläden eine Sammelstelle sind. Aha, das heißt, in jedem Ihrer Läden kann man... In rund 30 Läden kann man die unterschriebene Unterstützungserklärung einwerfen, abgeben. Aber es ist ja nicht so ohne, dass man im Heimatgemeindeamt unterschreiben muss. Mhm. Und nachher muss man das Ganze nur in eine Briefkuvert einpacken und das dann noch verschicken an unsere Adresse im Waldviertel. Aber eben durch die, indem es 30 Sammelstellen gibt, habe ich nicht den genauen Überblick. Mhm. Aber eins kann ich deutlich sagen, es muss ja noch etliches dauern. Die 6.000 Unterschriften sind, das heißt, kein, Sie rufen alle auf, die sind Sie kein Klacks. Und so gesehen möchte ich auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen. Bitte unterschreibt für Heinrich Staudinger, muss man da schreiben, weil sonst kann die Wahlbehörde sagen, der Heini existiert nicht in unserem Register, also der Heinrich Staudinger. Ja. Und da bitte ich um die Unterschrift. Ja. Was bekommt man denn eigentlich, wenn Sie Präsident werden würden? Ich meine, das ist jetzt sehr weit weg und wenn man den Meinungsumfragen traut, ist es auch nicht sehr realistisch, aber sollten Sie Präsident werden, was würde man dann für ein Paket bekommen bei Ihnen? Jetzt habe ich mit der anderen Frage gerechnet, was wäre der erste Akt? Können Sie auch gerne beantworten, wir können das gleich in einem beantworten. Vor kurzem habe ich gesagt, die ersten 150, die unterschreiben, kriegen eine Einladung in die Hofburg. Okay. In der Zwischenzeit weiß ich, wie riesig die Hütte ist. Ja, laden Sie alle 6.000 ein? Nein, alle 6.000 vielleicht nicht, aber 1.000, glaube ich, haben locker Platz. Ja? Okay. Und dann machen wir den ersten Konvent, wo wir miteinander sagen, was Sache ist. Mhm. Und zwar, das ist eine seltsame Tragik, oft auch in jedem einzelnen Leben, dass das, was wir uns vornehmen, oft nicht gelingt. Da gibt es den schönen Sager vom Heppel: Traurig grüßt der, der ich bin, den, der ich sein wollte. Und da glaube ich, dass wahnsinnig viele Leute die Sehnsucht haben, dass gerechter wird, dass anders wird, dass man mit Mutter Erde in einer Weise umgehen, dass nicht alles kaputt geht, sondern dass es wieder heilt. Die
anderen Kandidaten oder einige der anderen Kandidaten haben ja schon angekündigt, dass ihr erster Akt wäre, die Regierung zu entlassen. Wie stehen Sie dazu? Die Regierung muss Ihnen ja quasi als sozusagen Akt der Freundlichkeit, nennt man das, Ihren Rücktritt anbieten. Bisher wurde das noch nie von einem Bundespräsidenten angenommen. Wie würden Sie damit umgehen? Ganz im Ernst, so nicht. Und zwar der erste Schritt muss immer der Dialog sein. Und im Dialog würde ich sagen, da soll ich das Gewissen der Parteien sein. Oder nicht, da soll ich, das möchte ich. Ich möchte das Gewissen der Parteien sein, die sie an das erinnern, was sie selber versprochen haben. Und das, was sie versprochen haben, das sollen sie vor den Wählern und letzten Endes vor dem Volk erfüllen. Und das, dass unsere Regierung in Abhängigkeiten führen, die höchst gefährlich sind, das halte ich eigentlich für eine Verantwortungslosigkeit, die ein Präsident einmahnen muss. Mhm. Wir sind nämlich nicht nur von allen möglichen Gütern Öl und Gas abhängig, sondern auch zunehmend auch vom Essen. Der Bauernbundpräsident hat neulich beklagt, dass nur mehr 30% vom Brot in den österreichischen Supermärkten mit österreichischem Getreide gemacht wird. Halte ich alles für gefährlich. Mhm. Und das Rezept ist einfach. Sie folgen dem billigsten Preis. Wenn das Getreide von irgendwo um einen Groschen billiger daherkommt, dann wird eben das genommen. Und da würde ich sagen, das ist ein Konzept, das uns zunehmend am Schädel fällt. Wir folgen der Logik des Geldes und nicht der Logik des Lebens. Riesenthema, Sie haben es jetzt ja auch angeschnitten, ist natürlich die Teuerung derzeit für fast alle, die hier in Österreich leben momentan. Manche spüren es natürlich deutlich stärker als andere. Was müsste denn da Ihrer Meinung nach passieren? Finde ich wieder, das hat viel auch mit den Abhängigkeiten zu tun. Und wir haben im Waldviertel in unserer Firma vor 20 Jahren mit Photovoltaik angefangen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das braucht halt ein paar Vorreiter. Und wenn man sieht, das funktioniert, dann wird das mehr und mehr. Und in 20 Jahren werden wir die Energiewende geschafft haben. Mhm. In unserem Fall ist die Geschichte so ausgegangen, dass wir seit 10 Jahren von der Sonne doppelt so viel Strom kriegen, wie wir als Firma brauchen. Mhm. Und können quasi vorleben, wie klar das ist. Und rückblickend kann ich auch sagen, wie, Rest speisen sein. Wie einfach das war, es verlangt nur einen Willen. Und dass wir für die Mobilisierung vom Willen einen Krieg brauchen, das ist natürlich himmelschreiender Wahnsinn. Und darum wieder, change by design oder by disaster, lass uns die Sinne wachhalten und sagen, was können wir machen, und zwar durch Entscheidung. Und die Energiewende, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das Wichtigste ist natürlich einmal, dass wir runterkommen von dem wahnwitzigen Energieverbrauch. Wir machen keine Schuhe, keine Möbel, keine Textilien, keine Fernseher, keine Handy und. Wir produzieren immer weniger und brauchen trotzdem Jahr für Jahr mehr Energie. Und da sage ich, ich habe einmal nachgedacht, wie gibt es denn das? Wir machen immer weniger und brauchen trotzdem immer mehr Energie. Und mir ist keine andere Antwort eingefallen, außer, dass wir es offenbar gern warm haben beim Blätterwerden. Und abschließend will ich noch gern zum Thema Corona kommen. Da waren Sie auch in der Öffentlichkeit durchaus präsent. Wurden da auch von manchen Medien ins Eck der Corona-Leugner gestellt, weil Sie sich auch bei der Impfung, glaube ich, durchaus kritisch geäußert haben. Sind Sie ein Corona-Leugner? Corona-Leugner ist ja ein kompletter Blödsinn. Das Coronavirus gibt es seit Millionen Jahren. Und wie sollte man das leugnen? Und ich bin ja kein Impfgegner. Ich bin gegen alles Mögliche geimpft, angefangen von der Kinderlähmung bis zu Tetanus und weiß Gott was. Aber ich bin impfkritisch. Und wir waren in Österreich immer so stolz drauf, dass wir die verschiedenen Meinungen auf den Tisch gebracht haben. Und in Club 2 haben wir zuschauen dürfen, wie die Meinungen aufeinanderprallen und hart diskutiert werden.
Und das würde ich mir zum Beispiel bei Corona auch wünschen, weil das da nur alles Sonnenschein ist, das glaubt inzwischen niemand mehr. Also impfkritisch bin ich auf jeden Fall. Und das, was da an Propaganda gelaufen ist, das hat mich eigentlich erst impfkritisch gemacht. Ich war ja kein Impfkritiker. Die Propaganda hat mich verstört und habe gesagt, hallo, was ist denn da los? Dass die Regierung da das propagiert hat, oder was verstehen Sie unter Propaganda? Ja, in allen Medien und zuerst hat es geheißen, die erste Impfung und dann die zweite und jetzt die erste Werbung für die dritte und vierte Impfung. Obwohl wir so hohe Infektionszahlen haben, mehr als 2/3 der Bevölkerung ist geimpft und trotzdem sind so viele krank, muss man doch annehmen, dass vielleicht die Impfung gar nicht hilft. Sie hilft gegen schwere Verläufe, muss man das so sagen. Ich habe Corona gehabt und ich habe ein bisschen Fieber, ein wenig Kopfweh, ein wenig Gelenkschmerzen gehabt. Aber in Wirklichkeit ist mir so gut gegangen wie noch nie beim Kranksein. Weil ich dank der. Haben Sie Glück gehabt, muss man auch sagen. Gibt auch viele, die natürlich. Aber ich habe dann dank der Quarantänepflicht 10 Tage Ruhe gehabt, wie ich sonst schon ewig nicht mehr gehabt habe. Das heißt, Sie haben die Quarantäne sogar genossen. Ich habe es richtig genossen. Gott, Herr Staudinger, vielen Dank. Wer Sie unterstützen will, hat bis 2. September Zeit. Wichtig. Eigentlich lebt bis 2. September. Genau, weil ich muss früher sein, weil am 2. September müssen Sie fertig sein mit den Unterschriften. Genau. Also, ich würde sagen, eher bis Montag, den 29. August, weil dann müssen wir nur den Postweg andenken und so weiter. Also, bitte. Gut. Sie bullen um die 6.000 Unterschriften. Schauen wir, ob es der Herr Staudinger schafft. Wenn er es schafft, werden wir ihn sicher noch öfters hier im Studio einladen in den nächsten Wahlkampfwochen. Jetzt machen wir eine ganz kurze Werbepause. Dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.